Hallo und herzlich willkommen zur Folge 129 von Gothic 1 Quentins Bande. In der letzten Folge haben wir uns ein bisschen zurechtgefunden hier in Kapitel 3. Gehen die ganzen Händler durch, gucken nach neuem Händlerinventar. Und der hat auch noch einen Stärk gesucht, ne? Ich schlag die irgendwann noch tot dafür, dass sie diesen Kack haben. Der hat eine Menge Waffen von uns, ne? Apropos Kack. Der hat den ganzen Rotz von uns. Mal wieder bei den Dingen vorbeischauen, nicht bei den Händlern, bei den Jägern. Die haben bestimmt auch wieder ein neues Inventar. Beziehungsweise auch nicht nur ein neues Inventar, sondern auch neuen Kram. Neue Quests für uns zu tun, bestimmt. Was auch immer Scavenger-Eier bringen. Vermutlich können wir mit denen irgendwas anfangen. So, du kriegst. Was kriegst du? Wie wär's mit Spitzhacken? Die sind hoch im Kurs, wenn man eine Mine hat. Habt ihr zwar nicht, aber... Trotzdem. Bitteschön. Arkan, bitte umdrehen. Was bietest du an? Überzeug dich selbst. Ja, das sind dieselben Rezepte. Ich glaube, es gibt gar nicht mehr Rezepte. Das ist sehr, sehr schade. Schade, schade, schade. Das ist alles nur Rotz. Kapitel 3 habe ich auch die große Hoffnung, dass wir vielleicht irgendwie neue Fähigkeiten erlernen können, was Tiertrophäen anbelangt. Noch ein Grund, die Lernpunkte erstmal zu behalten. Jetzt regt euch doch mal ab, Mensch. Dass die direkt so einen Aufstand machen, wenn man einen Bogen zieht. Heieieiei. So, was gab's noch an Händlern? Hier habe ich irgendwann übersehen, jemanden vergessen. Händler im Sumpflager. Fortuno, Darion, Kadar, Goran, Starkat, Hakan. Nee, das sind alle. Okay. Also ich Trottel habe wirklich irgendeinen vergessen und habe mit ihm noch nie gesprochen, aber das würde ich jetzt mal bezweifeln. Also wieder zu Talas, mit dem laufen wir kurz hoch. Da steht er, wie immer. Auf, mach dich nützlich. Koangar schickt mich. Er sagt, du sollst mich zum Orkfriedhof bringen, damit ich dort Bal-Lukor und seinen Templer suchen kann. Schon wieder bin ich der Laufbursche. Verdammt. Ich hätte den Almanach einfach nicht verlieren dürfen. Na gut, komm mit. Ja, aber wie gesagt, der bringt uns da gerne hin, kann er machen, aber dann würde ich erstmal umkehren, wir gucken uns ein bisschen die Welt an, schlagen nochmal ein bisschen alles zu Brei. Vielleicht können wir jetzt in Kapitel 3 auch schon zu den Orkjägern stoßen, auch wenn ich jetzt vermutlich eher denken würde, dass es so eine Kapitel 4er Geschichte oder Kapitel 5er Geschichte ist. Mit Uturiel, dem einsamen Feuermagier, können wir ja auch erst in Kapitel 4 quatschen und seine Quest machen. Der Schläfer möge dich. Das wissen wir ja. Aber die Sache mit Wedge und Scar ist eine Kapitel 3 Geschichte. Kapitel 3 ist jetzt angelaufen, das heißt, die Quest können wir mal mindestens noch machen. Und vermutlich können wir neue Quests annehmen. Wir wissen, die mittlere Garderüstung kriegen wir erst nach dem Orkfriedhof. Leider, muss man dazu sagen. Ich bin mir sehr sicher, dass wir in der Mod auf jeden Fall noch eine schwere Garderüstung kriegen können. Hoffentlich auch die Garotnik-Rüstung. Aber das weiß ich jetzt nicht genau. Ich habe auch keine Ahnung, wie sich denn der Rest spielen wird. Ja, ob wir als einer von Gomez Schergen zur freien Mine gelangen können? Ich weiß es nicht. Das muss die Zukunft zeigen. Aber da sind wir ja noch nicht, deswegen bleiben wir auf dem Boden der Tatsachen. Hier als leichter Gardist oder Gardist mit leichter Rüstung. Wenn wir erstmal unser Schicksal hier bestreiten. Hoffentlich finde ich jetzt auch den Questgeber für die Küstenaktion. Da bei den Feuerwaranen, da müsste nämlich auch eine Quest auf uns lauern, außer... Es wurden auch Quests entfernt, die in den veralteten Lösungshilfen zu finden sind, die mir ja vorliegt. Kann ja auch sein. So.
Auch hier werde ich dich nicht über die Brücke begleiten, denn ich bin nicht lebensmüde. Du musst verrückt sein, dort hineinzugehen, wenn selbst Bal-Lukor und seine Templer nicht wieder herauskamen. Das werden wir ja sehen. Geh zurück zum Lager, ich komme nach. So, Talas, du machst dein Ding, ich mach mein Ding. Ganz einfach. Wir können ja schon mal rübergehen und uns das Areal vor dem Orkfriedhof mal genauer anschauen. Was haben wir hier? Eine Menge Beißer. Das sieht sehr dunkel aus, da hinten bei dem Steinkreis. Und wir haben hier Ork-Späher. Die sind natürlich gar kein Thema. Ich meine, wir haben ja auch schon das ganze Ork-Gebiet auseinandergenommen. Da können wir ein paar Ork-Späher fahren. Dass Orks keinen Hut haben. Ne? Es ist und bleibt echt eine Katastrophe. Also wir haben hier tatsächlich 3-4 Ork-Späher. Jäger, natürlich, Entschuldigung. Und einen toten Templer. Aber ansonsten scheint hier alles vergleichsweise leer zu sein, abgesehen von diesem dunstenden, was auch immer, Steinkreis, den wir uns auch gleich mal genauer anschauen werden. Nachdem wir ganz viel Fleischschwanzen-Ragout verputzt haben. Und hoffentlich nochmal ein bisschen maximale HP dazu gewinnen konnten. Nee, noch nicht. Okay. Dann dauert es noch. Aber mittlerweile stehen wir wirklich sehr souverän da. Aber hier muss ich sagen, bin ich wieder ein bisschen enttäuscht, was den Detailgrad anbelangt. Dass hier auch keine Pflanzen und so sind. Oder irgendwie, was weiß ich, irgendwo Skelett hingepackt wurde, bei dem ein paar Fackeln liegen und ein bisschen anderes Zeug. Finde ich ja schade. Was auch immer hier abgeht. Ist Mana oder Geschicklichkeit? Ah! Ein Geschicklichkeitskristall. So war es aber auch. Und hier ist wenigstens ein Gardeschwert. Und ein Langschwert. Okay, hier sind Schwerter. Aber nur zwei. Warum hier alles so dampft, kann mir auch keiner sagen. Ha. Komisch. Wenigstens 4 Beißer und 4 Orkjäger. Nein, dann nirgends ein Flammendorn in Sicht. Und einen Schnellreisepunkt hatten wir hierher auch nicht, ne? Na gut, man ist ja schon hierher gelaufen, das ist ja kein Thema. Der Varanhang macht seinem Namen wieder alle Ehre. Denn hier gibt's Varane. Was ich übrigens bisher auch noch sehr schade finde, es gibt Unmengen an weiterhin verschlossenen Truhen. Das ist auch eine ganz große Problematik. Bluthunde spawnen nicht nach. Man soll auch eigentlich vor Kapitel 3 oder 4 gar nicht hierher. Das merkt man allein am Respawn-System und ich denke mal, da hat die Mod zumindest in der Systematik nicht viel dran geändert. Ne? Also natürlich andere Gegner, vielfältigere Gegner, teilweise stärkere Exemplare von bekannten Gegnern. Aber dass man jetzt sagt, okay, der Held kann auch schon in Kapitel 1 das ganze, also theoretisch das ganze Ork-Gebiet auseinandernehmen. Also spawnen wir da in Kapitel 2 und 3 auch neues Zeug hinzu. Kann ich verstehen, dass man das lässt. Ist ja auch kein Muss. So. Hier waren wir in der letzten Folge schon ausgiebig. Also mit Talas ist das schon mal alles geklärt. Das hat übrigens auch gar nichts gebracht. Da gibt es auch keinen neuen Tagebucheintrag. Eigentlich hätten wir uns sparen können. Haben es für den Dialog gemacht, ne? Im Dialog haben wir es gemacht. So, der große Kackwald. Ihr kennt ihn. Ihr liebt ihn, ihr hasst ihn, je nachdem.
Bin da auch immer zwiegespalten. Hier ist leider auch niemand. Da drüben haben wir einen Wolf. Klar, auf der anderen Seite. Warum auch nicht? Skelette spawnen vermutlich weniger nach. Wo ist denn der Eingang von dem Scheißturm? Ist der hier oder was? Ja, Tatsache. Nee, natürlich spawnen die nicht nach. Das hätte mich ja auch gewundert. Wo war denn jetzt der blöde Wolf? Ah, da ist er doch. Genau vor meiner Nase. Da kommt er jetzt auf die Nase. So. Bogen raus. Ne? Haben wir. Ne? Wir haben den Bogen raus. So, da haben wir noch einen aggressiven Scavenger. Da unten noch einen Orkhund. Das sind echt immer dieselben Spawns. Das heißt, da drüben ist auch vermutlich wieder ein einziger Snapper. Wir könnten jetzt mal testen, ob das den Spawn blockiert oder nicht, indem wir mal zur Klosterruine gehen, weil da war ich in Kapitel 2 nicht. Da war ich nur in Kapitel 1. Ist hier noch irgendwas? Nö. Also hätten wir da dann irgendwie so mehrere Snapper auf einem Fleck, wissen wir, wir müssen uns kaum Sorgen machen. Und uns bleiben die Gegnermassen erhalten über die Kapitel hinweg. Oder aber da sind weniger Snapper als zu erwarten und dann mache ich alles genau richtig. Außerdem halten wir die Gegnerdichte auch möglichst gering. Hat auch seinen Vorteil. Einen packen wir wieder aus. So, und wie zu erwarten, der eine Snapper ist auch wieder da. Aber eben nur einer. Da drüben gibt es dann vielleicht noch ein paar Warane. Wenn überhaupt. Da unten ist eine Blutfliege. Dann gucken wir mal, weil ich müsste hier eine Quest bekommen. Ich habe halt keine Ahnung, in welchem Kapitel, aber ich kann euch das schon mal so ein bisschen erzählen, was ich da nämlich gelesen hatte. Es gibt nämlich irgendwo einen Typ, also vorausgesetzt, das ist in der Variante noch der Fall. Es gibt da so einen Typ und der hat, also der ist hier quasi mit seinem Schiff, ist der gestrandet. Und der besagte Typ, der hat, ja, seine Fracht verloren. Und es liegt an uns, diese Fracht ihm wieder zu besorgen. Und genau deswegen streune ich hier rum, in der Hoffnung, den zu finden. Aber kann natürlich sein, dass das... also es kann mehrere Gründe haben. Grund 1, man hat diese Quest wieder entfernt. Aus Gründen. Grund 2, der NPC war da, hat aber, weil er eine riesige Aggro-Range hat, irgendwie, warum auch immer, versucht, die Feuerwarane anzugreifen, ist gestorben. Oder Grund 3, es kommt halt erst in einem späteren Kapitel alles zu tragen. Ne? Das kann alles sein. So, bis hierher nichts Neues. Bis hierher nichts Neues. Die Feuerwarane spawnen, glaube ich, genauso wenig nach wie die Zoom-Feier. Da sollte man sich weniger Sorgen machen müssen. Ja, da mache ich mir einfach mal nicht die Gedanken, weil ich davon ausgehe, dass das ja eh stärkere Gegner sind, die man in späteren Kapiteln bezwingen sollte. Hier sind auf jeden Fall keine Warane nachgespawnt. Wie sieht's mit Snappern aus? Auch nicht. Okay, dann habe ich das wenigstens richtig eingeordnet. Ja, dass dieses Gebiet hier quasi auch erst für später gedacht war. Dementsprechend spawnt da auch nichts nach. Nochmal Glück gehabt. Wir könnten übrigens den Nebelturm angehen. Kam mir gerade noch die Idee. Würde sich ja auch anbieten. Ich glaube, wir können da mittlerweile gut Randale veranstalten. Und noch den ein oder anderen Skeletthai in die kaputt hauen. Die Frage, wo der Questgeber ist, ne?
ploppen dann die ganzen Feuerwarane auf. Die müssten immer noch, ich glaube 7 oder 8 sind das, immer noch dieselbe Anzahl sein. Ja, ist halt die Frage. Ist halt blöd, wenn man so eine nicht aktuelle Variante hat, liest dann irgendwie aus Interesse noch ein bisschen rein und fragt sich dann, wann was irgendwie passiert. Das ist halt auch ein bisschen kontraproduktiv. Aber so ist es nun mal. Ist auch der Questgeber irgendwo hier? Nee, da ist nichts. Schade. Nun gut, hätten wir wenigstens den großen Wald schon mal erneut abgeschlossen. Fast zumindest. Ob die Waage nachgespawnt sind? Weil das sind ja richtige EP-Klumpen, wenn man die umboxt. Aber ich kann mir vorstellen, dass Waage da auch nicht dazu zählen. Hier ist nämlich auf dem großen Bereich hier Richtung Fokus. Gar nichts. Feldräuber ist nachgespawnt. Aha. Na doch, Waage. Sind tatsächlich nachgespawnt. Huch. Was war das gerade? Syrianisches Öl? Hatte doch nicht der Feldräuber dabei, oder? Ich glaube, das war gerade eben ein Fehler. Und unser gesamtes Inventar haben wir gerade nochmal neu bekommen. Hoffentlich ist da jetzt kein Fehler unterlaufen. Nicht, dass uns da was fehlt. Diese Schatullen übrigens, deswegen öffne ich die nicht. Das zählt da nämlich alles dazu. Zu dieser besagten Quest, wo wir die Sachen suchen müssen. Es war eigentlich schon doof genug, dass wir da ein bisschen was geöffnet haben, was wir nicht öffnen sollten. Die Junge, sehr viele Waage gespawnt. Ich glaube, das sind auch die aus Kapitel 2. Kann das sein? Könnte sein. Auf jeden Fall latschen hier nochmal 1500 EP rum, die ich natürlich nicht liegen lasse. Bin ja nicht bekloppt. Können wir die auch gut auseinandersäbeln bisher. Hoffentlich haben wir nichts verloren. Ey, ich mache mir gerade so Sorgen, dass irgendwas verloren gegangen ist. Hauptsache, wir haben noch die hier. 14 Flammendorn. Alles andere ist sekundär. So, noch ein bisschen Fleischwanzenragout für die maximalen Lebenspunkte. Und ich krieg sie schon wieder nicht. Verdammt. Als die Vorräte leer. Müssen wir mal wieder ein bisschen zu Snuff gehen. Komm, ich gehe mal gucken, ob wir auch drei auf einmal zwingen können. Ich bin guter Dinge, das ja. Ja. Und zwar ohne weiteres. Ja, hier müssen wir aufpassen, da kommen wir nicht außen rum. Also es könnte sein, dass jetzt die Waage sich summiert hatten von Kapitel 2 und 3. Aber ich meine, ich wäre im zweiten Kapitel auch hier gewesen. Mit alles kaputt gehauen. Dementsprechend, ja, keine Ahnung. Und der Typ von der angeblichen Quest, gut, der muss vielleicht gar nicht hier sein. Vielleicht ist er in irgendeinem Lager oder ganz woanders. Und erzählt uns dann, hey, hör zu, ich bin vor Monaten mit dem Schiff gekentert. Guck mal, ob du meine Sachen da bei den Feuerwehrern finden kannst. Auf jeden Fall haben wir einen großen Teil vom nächsten Level-Up schon eingetütet und mitgenommen. Da können wir eigentlich nochmal ganz kurz den anderen Teil des Waldes überprüfen und dann gehen wir mal Richtung Jäger und nochmal ins alte Lager. Vielleicht gibt es ja was zu tun. Ausschließen würde ich es nicht. Hier hängen wir wieder fest, natürlich. Also mal schauen, was Kapitel 3 zu bieten hat. Ich hoffe vor allem wieder eine Menge Quests. Ich kann mir aber vorstellen, dass sich das jetzt hinten raus ein bisschen ausdünnt. Ne? Das meiste kann man immer in Kapitel 1 machen. Dann kommt nochmal ein riesiger Satz in Kapitel 2 hinzu. Aber ab Kapitel 3 wird es dann alles etwas linearer. Wobei bei Welt der Verurteilten ging, glaube ich, in Kapitel 3
auch nochmal viel los, gerade Richtung, wo ist da hinten eigentlich ein Lagerfeuer? Oh, komisch. Also da ist dann mal nochmal ganz wichtig, dass man da dann die schwere Garderüstung kriegen konnte. So war das damals. Und die Butler umgibt's. Sind da, wo sie immer sind. Das in der nächsten Folge gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Richtung Jäger. Wir können auch erstmal zu den Jägern gehen. Und dann nochmal ins alte Lager. Dann schauen wir mal, was noch zu tun ist. Auf jeden Fall können wir zu Wedge. Das wissen wir ja. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.